Herzlich willkommen bei Ghost TV, liebe Leute. Schön, dass ihr vorbeischaut heute. Ein kurzes Video auf dem Sonntag zur aktuellen Lage. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen. Nach der Razzia, die jetzt durchgeführt wurde gegen diese 23.000 Reichsbürger, wird mal wieder von Frau Faeser eine Waffenrechtsverschärfung angekündigt. Zusätzlich gab es ja auch wohl noch Probleme mit Akkreditierung im Bundestag. Und ja, ich wollte euch mal meine persönliche Meinung zu dem Thema kurz mitteilen. Und ja, wenn euch die Informationen hilfreich waren oder ihr euch unterhalten gefühlt habt am Ende des Videos, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann. Und wer den Kanal unterstützen möchte, ihr findet alles dazu unten in der Videobeschreibung, egal ob PayPal-Link oder aber auch die Kanalmitgliedschaft. Gut, dann wollen wir mal schauen. Also, die Razzia sollte so ziemlich jedem bekannt sein, war ein großes Ding, war auch nicht ganz so schön, muss man sagen. Das Ganze spiegelt wahrscheinlich auch den Ernst der aktuellen Lage in unserem Land da. Aber ich bin kein Freund davon, jetzt sofort wieder durchzudrehen, weil egal, was ich mir jetzt aktuell angucke in den Medien, im Internet, im Fernsehen, wo auch immer, ja, es wird nur davon gesprochen, dass man vorhat, das Waffenrecht weiter zu verschärfen. Punkt, Ende, aus. Ja. Es gibt den berühmten Flurfunk, ja, dass man dann eben mal so über den Tellerrand rausguckt und sich mal informiert, was könnte kommen, aber man, meine persönliche, wirklich meine eigene Meinung, ja, jeder soll seine Meinung von euch haben, die könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ja. Ich persönlich gebe auf diesen Flurfunk nichts, weil das haben wir in der Vergangenheit schon oft genug gehabt, ja. Auch die Geschichte mit Halbautomaten verbieten, haben wir alles schon gehabt, ist in der EU nicht umsetzbar gewesen. Und von daher, solange nichts Konkretes vorliegt, gehe ich zumindest hin, beobachte das Ganze mal, werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es was Neues, Aktuelles und wirklich Spruchreifes geben sollte, damit wir uns dann dementsprechend weiter uns ein Bild über die Situation machen können. Aber jetzt aktuell wieder komplett durchzudrehen, halte ich für völlig überflüssig. Natürlich ist es schön oder wäre es wünschenswert, wenn unsere Verbände jetzt mal und unsere Organe jetzt mal tätig werden würden, vielleicht im Vorfeld, ja, mal agieren und nicht immer nur reagieren. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, ich persönlich halte nichts davon, jetzt wieder komplett durchzudrehen und dem Ganzen noch eine größere Plattform zu geben. Ich würde einfach mal, ja, entspannt abwarten, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich würde mich jetzt nicht bekloppt machen lassen dadurch, ja, weil wir haben alles schon durch, man will uns das Leben schwer machen, das ist auch nichts Neues, ja, aber einfach nur aufgrund eines Berichts, egal ob ich den beim Spiegel jetzt gucke oder in der Zeit, in den Printmedien, im Internet mir mal angucke, ich habe überall dieselbe Diskussion, es gibt zwei Punkte, 23.000 Reichsbürger wurden dementsprechend kontrolliert, teilweise inhaftiert, alles gut, alles schön. Ich zähle mich nicht zu dieser Gruppe, habe damit nichts zu tun. Ich bin ganz normaler Sportschütze, der seinem Sport nachgeht, wie andere zum Fußball oder zum Tennis. Und von daher fühle ich mich da erstmal gar nicht angesprochen. Ja, aber wirklich meine persönliche Meinung. So, und die andere Geschichte ist eben, dass es da wohl mit einer AfD-Politikerin das Problem gab, dass die noch irgendwie einen Bundestagsausweis gehabt hat, obwohl sie da gar nicht mehr zugehört und was auch immer alles. Ja, also es dreht sich nur um diese zwei Punkte erstmal. Natürlich sollte man das Thema ernst nehmen und wir werden auch wahrscheinlich alle mit Spannung darauf warten, was jetzt genau dabei rauskommen soll. Aber es gibt noch einen Punkt, warum ich persönlich der Meinung bin, dass man das Ganze jetzt aktuell zumindest nicht überbewerten sollte. Aber das ist jetzt auch wirklich meine komplett persönliche Meinung. Ja. Es mag auch sein, dass das Video gesperrt wird aufgrund dieser Geschichte, meiner Äußerung jetzt, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Sind wir doch mal ehrlich, was hat denn unsere Regierung in der letzten Zeit überhaupt auf die Kette gekriegt? Ich behaupte mal so ziemlich gar nichts, ja, egal in welcher Richtung. Ja. Im Gegenteil, es tauchen jeden Tag nur mehr Probleme auf. Und ganz ehrlich,
Ich halte unsere Regierung momentan noch nicht mal dafür in der Lage, selbst an diesem Thema jetzt mal eben kurzfristig wieder was zu ändern. Wird meiner Meinung nach nicht passieren. Aber vielleicht sehe ich das auch völlig falsch und habe da eine völlig falsche Ansicht der Tatsachen. Aber wir werden es sehen. Ja? Deshalb, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich akzeptiere und respektiere jede andere Meinung. Wie gesagt, ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Bleibt aber bitte sachlich und dreht nicht durch, ja, und werdet nicht beleidigend. Ihr wisst, wir haben in dem, jetzt nicht nur mir gegenüber, sondern auch dem Thema gegenüber, das ist eigentlich viel wichtiger, weil bevor hinterher wieder Fragen kommen, ob ich Kommentare gelöscht habe, nein, mache ich nicht. Es ist eben nur der strenge Modus aktiviert bei YouTube aufgrund der Tatsache, dass wir eben hier über Themen sprechen, die doch relativ sensibel sind. Ja, also, versucht euch zusammenzureißen, schreibt vernünftige, sachliche. Thank you.